Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Puh, Gehkicher jetzt erschöpft. Ja. Wir sind hier im Feuerpalast. Was machen, wenn im nächsten Zimmer treffen auf Herrn der Flammen? Herrn der Flammen? Und nur Mario ist hier. Ich glaube, das bedeutet etwas Interessantes. Hallo. Ich sein. Ja. Oh mein Gott. Ich hab doch nur den Stein kaputt gemacht. Aha. Wer bist du? Willkommen im Feuerpalast. Hey, rein, spaziert. Ich habe schon lange auf dich gewartet. Gewartet und gewartet und du hast mich warten lassen. Den letzten Besucher empfing ich vor mindestens 3000 Jahren. Mir war so langweilig, aber genug davon. Also, was ist dein Begehr? Hä? Ich will gar nichts. Wie bitte? Du hier? Nun ja, hier. Du weißt schon, hier. Was zum... Nanu, was macht man hier nochmal? Was wollte ich noch tun? Und überhaupt, wo sind wir hier? Und wer bin ich? Ja, alles in Ordnung. Die Männer in den weißen Kitteln werden gleich hier sein. Na, wenn man 3000 Jahre lang keinen Gast empfängt, dann ist es wohl okay, wenn man so einiges vergisst. Hehe, tu dir keinen Zwang an und fühl dich wie zu Hause. Okay, dann werde ich mich mal an diesem schönen Lagerfeuer aufwärmen. Ach ja, diese schönen warmen Flammen. Okay, das war ein bisschen zu heiß. Was zum... Wow! Oh, jetzt dämmert's mir! Das hier ist die Halle der Flammen, in der man die Macht der Hand erlernen kann. Die Macht der Hand. Ich hab dich erwartet. Dich interessiert die Macht der Hand, ja? Du möchtest, dass ich dir die Fertigkeit der Feuerhand lerne, habe ich recht? Oh yeah! Oder, stimmt doch, oder nicht, das erkenne ich an deiner Haltung. Du musst gar nichts sagen. Ich werde dich in die Kunst der Feuerhand einweihen. Yay! Drücke R. Feuer! Feuer! Die Macht der Hand. Hat erst A gedrückt und lass dann den Knopf los. Damit lässt du einen Feuerball los. Versuch es einmal. Wumm! Yeah, ich hab die Feuerhand erlernt! Für Mario! Klappt doch schon ganz gut. Diese Fertigkeit erlaubt es dir, Entflammbares in deiner Nähe zu entzünden. Probier's. Die werden sich völlig neue Möglichkeiten erschließen. Und nun lebe wohl. Ja, mit diesem Feuer kann man jetzt diese orangenen Gehkicher anzaubern. Dann werden die böse, aber das mache ich jetzt nicht. Ah, okay, hier muss ich lang, das weiß ich. Aha, können wir es auch mal gleich mal ausprobieren. In diesen kleinen Nischen können wir Feuer machen. So, und da Mario zu faul ist, jetzt noch in den nächsten Screen zu wechseln, geht Luigi einfach mal hier lang. Hallo. So, guck mal, Luigi, was ich erlernt habe. Ha, das Gesicht von Luigi ist göttlich. Ja, was denn, Luigi? Mario macht Luigi ganz schön Feuer unterm Hintern. Und natürlich, wie es auch bei den Hämmern der Fall war, gibt es natürlich auch für Mario und Luigi beide eine Paar-Attacke, aber die lernen wir jetzt später. Große Stadt errichten, dann ich werde in Stadt große Weise Bürgermeister. Jedermann braucht einen Traum. Ah. Los, Luigi. Am Felsenstrand ein bisschen Beachvolleyball. Mit Münzen und einem Block. Und Schmetterball. Gut gekontert, Luigi. Muss ich dir lassen. Bumm, ja. Scheiße.
Mario hat gewonnen. Aha. Ein Donnerpalast. Sind Geister lecker? Okay, da kann ich noch nicht hin. Sind Geister lecker? What the fuck? Wer niemanden das Geheimnis verstehen, wird die Insel verraten. Irgendwas passiert mit Flammen und Donner. Werde ich niemals verraten. Ja, du hast es gerade verraten, aber egal. Hallo. Oh. Okay. Ich wollte eigentlich nur hohe Sprung machen, aber egal. Donnerpalast. Willkommen im Donnerpalast. Aha. Ist ein wahrer Donnermeister oder wahrer Lügner? Ich glaube, du bist eher ein wahrer Lügner. Und jetzt kriegt natürlich auch der kleinere Bruder von beiden eine Fertigkeit. Oh mein Gott, Donner. Hm? Der sieht aus wie ein Mond. Der andere hatte eine Sonnenkrone auf. Du, der dich zum Donnerpalast verirrt hast. Dies ist ein Ort der Übung für wenige Auserwählte. Weder weiß ich, wie du diesen Weg fandest, noch wie du Zugang erlangt hast. Doch bist du nicht erwünscht an diesem heiligen Ort oder so. Ich hab's so schnell weggeklickt. Hallo. Donner. Oh mein Gott, das muss wehgetan haben. Geil. Donner. Oh nein. Was bist du für ein Narr, dass du es wagst, den großen Donner zu berühren? Aber wenn du den Donner berühren kannst und nicht von seiner Macht vernichtet wirst. Hast du womöglich die Gabe der Donnerhand? Sowas hat man noch nie, dass Luigi plötzlich Donner beherrscht. Hat man noch nie, glaube ich, in einem Mario-Spiel. Wohlan, so sei es denn. Ich werde dich in die Kunst der Donnerhand einweihen. Mein Deutsch heute wieder. Ja, das ist eigentlich im Prinzip genau dasselbe wie bei Mario mit dem Feuer. Thunder. A gedrückt. Und lass den Knopf dann los. Dasselbe Prinzip. Damit kostet ein Sturm von Donnerblitz entfachen. Nun versuch es einmal. Aber klar. Ups. Piep. Und Luigi hat die Macht der Donnerhand erlernt. Das ist cool. Ja, ausgezeichnet. Setze diese Kraft mit Bedacht ein. Wenn ein Gegenstand den Eindruck erweckt, er könne Strom leiten. So lebendig habe ich mich lange nicht mehr gefühlt. Ja. So, Luigi hat die Macht der Donnerhand. Weil er es kann. Und genau, diese blauen Kugeln können wir jetzt mit elektrischen Impulsen versorgen. Mario! Ich hab was für dich. Komm her. Das sieht schmerzhaft aus. Ich ärgere dich gerne, großer Bruder. Das weißt du doch. So, jetzt haben Mario und Luigi diese Fähigkeiten erlernt. Das heißt, wir können von dieser Insel weg. Erstmal speichere ich natürlich nochmal davor. Und zwar mit dem Feuer. Und dem Donner. Und das führt zu einer Röhre, einer gelben Röhre, und die wir uns dieses Ding in Bohnenburg erzählt hat, ist das eine Verbindung zwischen Unter- und Obergrund und Wasser, also Meer und Land. Und wenn man jetzt A und B gedrückt hält und nach oben macht, oder unten jedenfalls, dann kann man auch wieder die Röhre hochklettern, aber das wollen wir natürlich nicht. Willkommen im Kichermeer. I hate das Kichermeer. Und Mario und Luigi können merkwürdigerweise im Wasser überleben.
Und merkwürdigerweise kann hier auch Feuer existieren, obwohl wir unter Wasser sind. Natürlich. Wow. Oh nein, ich hasse die Viecher hier. Uah. Wo muss ich denn hin? Ich nehme mal schwer an, dass ich ganz nach links muss. Nein. Ich will euch Tauchgumbas nicht. So, kann ich hier unten schon hin? Nee, ne? Doch, kann ich. Dann gehe ich mal hier lang. Aha! Das ist ein Fall für Luigi. Weil das sieht schon so aus, als ob es Strom leiten könnte. Und das tut es auch. So. Und da öffnet sich das Tor. Oh nein, Blooper. Oh, ich hasse euch, geht weg. Lasst mich in Ruhe. Okay. Okay. Too late. Au. Der macht 10 Schaden. Jetzt können wir auch die Hand machen, aber das bringt nicht viel, weil die Dinger schweben. Und, och man, bitte stirb doch. Warum hat der eine höhere Verteidigung als sein Freund? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ah, okay, vielleicht weil ich 2 Volltreffer gelandet habe. Muss ich hier lang? Ja, ich muss hier lang. Was macht dieser? Links? Links? Alles klar. Zuerst der ganz außen, ganz links außen. Naja, die kleinen Rätsel unter Wasser sind schon cool. Dann hier. Leider. Nochmal. Also ganz links außen, dann da, da. Ah. Danach Mitte, alles klar. Aber irgendwie falsch. Keine Ahnung. So. Mitte. Rechts außen. Und das zweite von links. Ich will noch in diesem Video von hier wegkommen. Deswegen gehe ich jetzt so schnell es geht hier weg. Und die... Oh Gott, nein. Lasst mich... Kämpfe lasse ich mal gekonnt weg. Und ich bin da. So, Leute. Ich speichere jetzt ab und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. Also bis dann. Ciao.